Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehmen kann. Ich bin so leicht indisponiert. Ja, Frauendinge. Und ja, ich gucke einfach mal, wie weit das geht. Wie weit ich das hier heute meinen kann. Ich habe mich jetzt einfach mit Decke gemütlich am PC gehauen. Vor dem PC gehauen. Und ja. Versuche jetzt hier so ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Und weiß gar nicht, beim letzten Mal haben wir zumindest die Axt repariert. Huch. Und stimmt, wir haben den Fremden weggehen sehen. Wir haben den Fremden weggehen sehen. Der Fremde 3. Ich lese das jetzt einfach nochmal vor. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal gemacht habe. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ich habe mit dem Fremden in der Hütte gesprochen. Meine Hoffnung, etwas über ihn zu erfahren, wurde jedoch gleich enttäuscht. Ich werde dir helfen, aber keine Fragen. An ihm ist mehr dran, als man mit dem bloßen Auge sieht. Er weiß nichts von, nicht nur von Kate. Er scheint außerdem mit dem Ort und seiner arkanen Geschichte vertraut zu sein. Er gab mir eine Kerze, die mir in der Kirche neue Türen öffnen soll. Woher weiß er das? Durchsucht die Kirche. Du kannst Kate noch retten. Ich weiß, das ist der Mann von der Tankstelle, wenn er so hilfsbereit ist, wie er sagt. Warum hat er das Poster abgerissen? Er scheint sein eigenes Spiel zu spielen. Derselbe Mann? Was hat er vor? Als ich zur Hütte zurückkehrte, sah ich, wie er verschwand. Wenn ich mehr über ihn erfahren will, ist nun die Zeit dafür. Durchsucht die Hütte, bevor er zurückkommt. Ja, und genau das möchte ich jetzt machen. Mit euch. Wir durchsuchen die Hütte. Dann haben wir hier nämlich einmal ein Foto von Kate. E und R. Ich bin so nah dran. Emily, ich gebe nicht auf. Ich habe dieses Vogelrelief schon einmal gesehen. Oh ja, das haben wir. Und wir haben den Anhänger dazu. Vor unserem ersten Kuss am 2.2.1976. Bis auf ewig. Er ist das, Detektiv Richard Hamilton. Und die Frau, Emily? Die haben wir andere Daten. Die Angel können wir mal mitnehmen. Der Griff fehlt. Okay. Was anderes können wir hier leider nicht machen, aber wir können hier die Beweise nochmal ein dicke rumsuchen. Und hier können wir das einmal zu Hamilton packen. Der Fremde ist Hamilton. Emily, die Vermisste, nach der Hamilton gefahndet hat. Notizen Emily Smith, 23. Anscheinend war sie nicht nur ein Fall. Sie waren Geliebte. Das ist er. Der Fremde ist Richard Hamilton. Es ist Hamilton. Ich muss wissen, was er vorhat. Ich bin so nah dran, Emily. Gib nicht auf. Ich muss die Hütte gründlich durchsuchen. Okay, hier können wir auch noch was machen. Und zwar brauchen wir hier ein Schneidermesser, eine Mausefalle und Würstchen. Na, dann mal gucken. Würstchen haben wir hier. Dann auf jeden Fall Schneidemesser und Mäusefalle. Das kann heiter werden. Da ist die Mäusefalle. Jetzt nur noch das Messer. Vor allem, wahrscheinlich gibt es wieder 30.000 Messer oder es gibt nur eins, was so klein ist, dass man es nicht sieht. Vor allem bei mir ist halt gerade so das Problem, ich kann mich jetzt gerade die Nähe vorbeugen. Weil ich möchte so viel wie es geht heute gerne aufnehmen. Gut, noch habe ich keinen Sturm frei, aber in 3-4 Stunden habe ich dann auch Sturm frei. Und dann ist sowieso mal noch gut zum Aufnehmen. Wobei ich auch jetzt sehr wunderbar aufnehmen kann. Gut, es liegt oben, putzt sich aus. Und ja. Okay,
Okay, das war eine Schaufel und kein Messer, aber okay. Gut, das Messer finde ich gerade auch nicht. Aber Kartoffeln und Honig. Kartoffeln. Und Honig. Ahornsirup. Kein Honig. So ein Honiglöffel-Dingens da. Das ist so eher Öl. Okay, Honig finde ich gerade auch nicht. Fasan, Wein und Griff. Fasan, Wein und Griff. Da ist der Wein. So. Ich finde den Honig immer noch nicht. Ja, ich war eben noch mal ganz kurz weg. Gut, Fasan und Griff. Der Fasan und der Griff fehlt immer noch. Das hier sind halt Griffe, ne? Aber es ist eine andere Art von Griff. Korbdose und Käse. Korb. Nee. Das ist keine Dose. Da ist der Honig. Der Fasan. Der Käse. Dose. Griff. Gut, und jetzt fehlt uns nur noch das Schneidemesser. Wo ist das Schneidemesser? Ich sehe es nicht. Ist das wirklich nicht, ne? Das ist kein Schneidemesser. Da auch nicht. Sieht irgendeiner das Schneidemesser? Bin verzweifelt. Am besten will ich sehen nichts, was aussieht wie ein Schneidemesser. Gut, wir lösen das einfach auf, würde ich sagen. Da habe ich doch einmal draufgeklickt. Da hatte ich doch schon draufgeklickt, aber das war doch kein Schneidemesser. Das war doch kein Schneidemesser. Das war eine Maschine. Eine Brotschneidemaschine. Ei, ei, ei. Okay, warte mal. Ich muss mich einmal hier kurz wieder näher randingseln. Und einmal runterlassen. Muss es mir hier einmal irgendwie gemütlich machen. So. Aber wir haben jetzt hier einen Griff. Jemand scheint es schon einmal probiert zu haben. Erfolglos.
Okay. Jetzt muss aber irgendwas davon gehen. So. Haben wir auch. About time, Detective. That wacko locked me up when he realized I'd uncovered his secret. You got that bag with the files, right? They're all his. Richard Hamilton's. He's been living here for all these years, spying on that preacher. We all thought he was just some quirky hermit. Looks like we've been had. I'm not sure what Hamilton's up to, but he's not gonna stop. The man's dangerous. And into dressing wounds? But never mind, I found Kate. Thank goodness! Is she all right? Is she safe? Not yet. We have to get her out of town. I've got a car, but it's parked far away. I'll never make it. Then go to the gas station and find Kate. I'll get the car. It's on my farm. Here, take the keys and hurry. Yeah, Schlüssel. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Safe. Ob wir Werkzeug brauchen. Das sah das eben aus wie so ein Safe. Ja, mit der längsten Kombination der Welt. Das wird wahrscheinlich der Runencode sein. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da der Runencode rein muss. Wir haben jetzt auch eine Kettensägenkette. Das ist sehr gut. Warte mal. What about my boyfriend? He's on his way here. I'm going for the car. Okay, das heißt, wir machen das Auto fertig. Müssen wir hier hoch, da rein, da raus, hier runter. Das ist so erstmal ewig langer Weg, bis man überhaupt an Ort und Stelle ist, ne? So, hier können wir nochmal wimmeln. Das heißt, wir brauchen hier eine Taschenlampe, zweimal ein Schlüsselzimmer und ein Schachbrett. Und Schachbrett. Da. Taschenlampe. Wo bist du? Und Schlüssel. Einmal. Da ist die Taschenlampe einmal. Schlüssel haben wir vollständig. Taschenlampe auch. Brecheisen, Tennisball und ein Trichter. Wir sehen sie nichts. Da. Aber wo soll der Tennisball sein? Da! Als Knopf. Als Knopf, genau. Als Knauf. So, und jetzt noch der Trichter. Weiß nicht, hatten wir hier den Trichter schon mal gesehen? Gerade sehe ich ihn nicht. Thank you.
Da! Direkt neben der Ente. Mörserstiefel und Pfeife. Mörserstiefel und Pfeife. Mörser. Das Witzige ist, ich sehe noch nicht mal die Stiefel. Sehe ich hier so einen. Das war doch. Also, wenn das ein Stiefel war. Naja. Okay. Gut. Wir sagen ja nichts mehr zu. Okay, das war ein Hahn. Keine Pfeife. Lupe und Ente brauchen wir noch. Also, Ente. Lupe und jetzt halt nur noch die Pfeife. Die ist hier so eine Pfeife. Da ist die Pfeife. Kann sie nicht verstecken. So. Oh, warte mal, hier hinten war doch die eine Figur, ne? Nur für das Messer? Ernsthaft? Naja, okay. Hier, für die Kettensäge. Jetzt können wir auch die Kettensäge mitnehmen. Und hier oben können wir noch einmal wimmeln. Dann machen wir das nochmal. Und danach würde ich aber auch den Part kurz beenden. Und würde dann den nächsten wahrscheinlich entschmeißen. So, was brauchen wir denn hier jetzt? Benzinkanister, Spielzeugauto. Wir könnten eigentlich auch mal hier so die Reihe lang gehen, oder? Also bräuchten wir Benzinkanister, Zigaretten, Frisbee und Sichel. Dann haben wir halt gleich so vier Sachen, ne? Eigentlich die bessere Vorgehensweise, denke ich. Ob es schneller geht, weiß ich nicht. Wenn wir vier Sachen suchen. Okay, das war ein Steuerrad, das war kein Frisbee. Da ist das Frisbee. Und die Zigaretten. Spielzeugauto, Kappe und Feder. Spielzeugauto, Kappe und Feder. Kappe. Feder. Okay, bei der Feder wird es jetzt etwas dauern. Nee, da. Okay, Zeitschrift, Schaukel, Sessel, Hose. Zeitschrift, Schaukel, Sessel, Hose. So, und dann haben wir auch den Benzinkanister. Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich recht viel geschafft in dieser Folge. Wir haben jetzt den Freund befreit von, ich glaube, Kate heißt sie. Und ja, müssen jetzt halt das Auto fertig machen. Und ja, wir haben einige neue Sachen im Inventar. Also ich glaube, wir nähern uns auch so langsam dem Ende, dem glorreichen. Zumindest vom ersten Teil. Das Ganze hat ja drei Teile. Bisher, soweit ich weiß. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao! Search of a missing girl, and I'd already started the investigation when...